Willkommen, meine laktosenintolerante Zuschauer. Mein Name ist Abraham Okkult. Ist euch schon mal so etwas begegnet? Vermutlich nicht. Es gibt Tiere, die den Menschen fast schon zu ähnlich sind. Meistens ist es eine Laune der Natur. Andere behaupten Genmanipulation und Experimente. Was es auch sein sollte, ich zeige euch heute 10 Tiere mit menschenähnlichem Gesichter. Aber bevor wir weitermachen, wählt bitte genau jetzt das neue Thema aus. Ich hoffe, das Video kommt eurem Videowunsch gleich. Schreibt mir auch in die Kommentarliste, welche Nummer dem Menschen am ähnlichsten gleicht. Wir fangen an. Im Netzwerk verbreitet sich das Video ungewohnt schnell. Ein mutiertes Lamm, im nördlichen Teil Russlands eine gewaltige Kuriosität. Überraschend hierbei sind die ungewöhnlichen Gesichtszüge. Es erinnert mich wirklich an einen Menschen. Die Ärzte aus Russland hielten es für kein Experiment. Von einer seltenen Anomalie wurde gesprochen. In einem Dorf Afrikas wurde dieses Kalb geboren. Die Mutation soll eine Folge von chemischen Gasen sein. Der Anblick ist wirklich sehr erschreckend. Doch leider lebte dieses Kalb nur wenige Stunden. Die Dorfbewohner hielten es für einen bösen Geist namens Hura und verbrannten es an Ort und Stelle, bevor es wissenschaftlich untersucht werden konnte. Hunde mit einem menschlichen Gesicht erinnert einen an den Science-Fiction-Film Mars Attack. Dieser Hund trägt den Namen Tonic. Wissenschaftler hielten es für eine neue Evolutionsstufe. In der Hundenrasse selbst der Besitzer war geschockt, wo er merkte, dass Tonic ihm stark nachahmt. Das heilige Kalb. Hier sehen wir ein nacktes, neugeborenes Kalb. Mit menschenähnlichen Ohren, Nase und Mund. Die Inder hatten das Tier sofort in einem heiligen Sarg verstaut. Für sie ist es eine Gottheit, aber was es auch sein sollte, für mich sieht es wirklich sehr verstörend aus. Könnt ihr euch noch an diese Szene in einem meiner Videos erinnern? In Tschernobyl wurde dieses Menschenschwein geboren. Ich kann mich noch an meinen Naturlehrer erinnern. Seine Aussage war, das Schwein und die Maus sind uns am ähnlichsten. Von der DNA natürlich her. Ich vermute, die Reaktoren aus Tschernobyl waren schuld dran. Eine massive Verstrahlung hat es wirklich in sich. Leute, ihr werdet es mir jetzt nicht glauben, aber dieses Tier hier ist ein Kaninchen. Ich selbst war erstaunt, wie sehr es einem Menschen ähnelt. Der Mann im Hintergrund jagte ein Kaninchen. Dieses versteckte sich in seinem Bau. Als er es ausgrub, traute er seinen Augen nicht. Diese sehr gruselige Ziege gehört zu einer seltenen Rasse. Sein Ursprung stammt von einer Ziege aus Damaskus. Seine äußerliche Art unterscheidet sich massiv von seinen Artgenossen. Ein normales Kalb mit einem menschlichen Gesicht erschreckt das ganze Dorf. Das ungewöhnliche Tier wurde ganz zufällig im Wald gefunden, wahrscheinlich verstoßen von der eigenen Herde. Ich glaube, diese Fischart ist fast jedem schon bekannt. Einige Fische leben an den tiefsten Stellen des Meeres. Auf den ersten Blick ist es sogar sehr schwer zu erraten, was für ein Tier es sein sollte. Aber mal unter uns, es hat etwas Beruhigendes an sich. Die malaysische Polizei war erstaunt von der Nachricht über einen menschlichen Wolf und machten sich sofort bereit, suchten es sogar durch ganz Malaysia, da es gegen die Natur gesprochen hatte. Doch zum Glück wurde es niemals gefunden, weil es vielleicht einfach eine Silikonpuppe war, wer weiß es schon. Am Ende angelangt, hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Über eine Bewertung würde ich mich wirklich sehr freuen. Das war's, euer Abraham Okkult.